Wir beginnen in Rouen, am Unterlauf der Seine gelegen. Das Juwel der Stadt ist die im gotischen Stil erbaute Kathedrale Notre-Dame. Viele Fachwerkhäuser gehen auf das 15. bzw. 16. Jahrhundert zurück. Der große Uhrturm ist sogar aus dem 14. Jahrhundert. Die astronomische Uhr hat, wie damals üblich, nur einen Zeiger. Sie zählt zu den ältesten Uhren Frankreichs. Rouen erlangte traurige Berühmtheit durch den Tod der Jungfrau von Orléans. An dieser Stelle wurde sie am 30. Mai 1431 im Alter von 19 Jahren verbrannt. Ein Bildnis von ihr gibt es nicht, trotzdem steht in jeder französischen Kirche ihre Statue. Ihr zu Ehren wurde 1979 diese Kirche errichtet. Von Rouen unternehmen wir einen Abstecher auf die rechte Seenseite zur Felsenküste bei Etretat. Etretat ist fast erreicht. Die ersten Kreidefelsen tauchen entlang der Autobahn auf. Der Strand ist gesäumt von beeindruckenden Klippen und haushohen Felsentoren. Unser nächstes Ziel ist Honfleur. Dazu müssen wir wieder auf die linke Seenseite und fahren über die futuristische Normandiebrücke. Sie ist baupflichtig und besitzt mit 856 Metern die größte Spannweite einer Brücke in Europa. Die Durchfahrthöhe für Schiffe beträgt beim höchsten Wasserstand 52 Meter. Ein Katzensprung entfernt liegt die Hafenstadt Honfleur. Im Herzen der Stadt stehen rund um das alte Hafenbecken schmale Fischerhäuser, die sich in die Höhe strecken. Ein Besuch der zweischiffigen Seemannskirche St. Katharina, Mitte des 15. Jahrhunderts komplett aus Holz gebaut, lohnt. Der Kirchturm steht abseits. Viele Künstler haben sich in dieser Stadt angesiedelt. Ein Highlight der Reise ist der Mont Saint-Michel mit dem Status Weltkulturerbe.
Die Benediktinerabtei aus dem 11. bis 13. Jahrhundert thront hoch oben auf der steilen Felseninsel. Über 2 Millionen Besucher kommen jährlich über die lange Zugangsbrücke. Von der Festungsmauer schauen wir in das kleine Dorf und hinüber zum Festland. Auf der Spitze der Klosterkirche glänzt der Erzengel Michael im Sonnenlicht. Er soll dem Bischof Aubert im Jahre 708 mehrfach im Traum erschienen sein und verlangt haben, auf dem Granitfelsen vor der Küste eine Kapelle zu errichten. Aus den Pilgern wurden Touristenmassen. Barfuß durchs Watt zu wandern, hier ist eine einmalige Gelegenheit dazu. Es ist nicht ungefährlich. Genaue Kenntnis von Ebbe und Flut ist notwendig. Der relativ feste Sand kann an einigen Stellen plötzlich sehr trügerisch werden. Ungeübte stecken fest. Der ortskundige Wattführer macht uns auf die Gefahr von Treibsand aufmerksam.